Das Rund muss in das Quadrat. Das Runde muss ins Eckige, so heißt das. Ja, ich weiß, der alte Fußballspruch von Jürgen Sparwasser. War das nicht Sepp Herberger? Ach, keine Ahnung, bei mir geht es auch nicht um Fußball, auch wenn Rundes ins Eckige kommt. Warum denn dann? Um eine Theorie von Johannes Kepler. Der hat... Es sieht aus, als hätte er einen Fußball in einen Karton verpackt. Er hat die Kugel in einer Planetensphäre in einen platonischen Körper gepackt. In was für einen Körper? In einen ganz und gar gleichmäßigen, wo alle Ecken und Kanten gleich sind. Davon gibt es nur 5. Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder. Ist schon gut. Das merke ich mir sowieso nicht. Jedenfalls hat er dann um diesen regelmäßigen Körper wieder eine Planetensphäre, also eine Kugel, gezogen. Die ist dann natürlich größer als die erste. Und dann um diese Kugel wieder den nächsten platonischen Körper. Das war ja ein richtiger Verpackungskünstler. Und immer wieder abwechselnd bis zur Saturnsphäre. Lauter ideale kleine göttliche Kugeln. Und in der Mitte? War die Sonne. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, deine Planetenverpackungskunst. Der Kepler wollte damit erklären, warum Abstände und Zahl der Planeten so sind, wie sie sind und nicht anders. Das ist ja krass. Es gab nur einen Haken. Die Bahn des Mars spielte nicht richtig mit. Das, was er am Himmel Mars berechnete... Es passte einfach nicht zu seiner schönen Theorie. Und hat er dann die Zahlen einfach gefälscht? Hätte doch sowieso keiner gemerkt. Nee, so einer war er nicht. Er hat schweren Herzens die ganze schöne Theorie verworfen. Nicht nur mit den Körpern das, sondern überhaupt, dass die Planetenbahnen Kreise sind. Das hat er verworfen. Keine idealen Kreise und Kugeln mehr? Ja, so leid es ihm tat, er hat Ellipsen daraus gemacht. Was? Das sind doch die Dinger, die so aussehen wie so ein Ei, oder? Ja, so ungefähr. Was für ein Abstieg. Vom Fußball zum Rugby sozusagen. Ja, es hat auch Kepler wehgetan und er hat angeblich vermutet, dass dieser Abstieg was mit dem Sündenfall Adams zu tun hatte. Der aus dem Paradies? Genau der. Dass der ganze Kosmos auf Rugby-Niveau. Das kann man ja wirklich nur als Sündenfall bezeichnen. Komm. Lass uns rausgehen und spielen. Rugby? Nee, Fußball. Wie im Paradies.